erwartest du denn heute vom Spiel? Ich hoffe, dass Deutschland gewinnt. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Ja, Lieblingsspieler gibt es, die ganze Mannschaft, aber Lahm ist der Kapitän und deswegen tippe ich eher so auf Lahm, dass er mindestens ein Tor macht. Mindestens. Und wie geht das Spiel für dich aus? Wie gesagt, ich hoffe 2-1 für uns. Und wer gewinnt die WM? Ja, ich glaube, die Frage ist berechtigt, oder? Deutschland. Und wie findest du die Stimmung bis jetzt in der O2 World? Also bis jetzt, ich habe draußen gestanden, bin seit ein paar Minuten hier drin, also Stimmung ist echt top, so wie es sein muss. TV ist hier in der O2 World Arena mit dem WM-Experten Herrn Donner. Wie schätzen Sie denn die Chancen der Deutschen fürs heutige Spiel ein? Ich glaube, die Jungs sind richtig gut vorbereitet. Sie haben ein erfolgreiches Trainingslager absolviert in Südtirol. Die Jungs sind jetzt richtig heiß. Die Testspiele waren erfolgreich. Und wir werden heute mit Sicherheit ein gutes und vor allem erfolgreiches Spiel sehen. Könnte es ein Problem werden, dass die deutsche Mannschaft ziemlich jung ist? Nein, also ich glaube nicht, weil wir haben viele Spieler dabei, wie Podolski, Lahm, Schweinsteiger, die in den jungen Jahren schon unheimlich viele Länderspiele gemacht haben, schon große Turniere gespielt haben und das wird von Vorteil sein. Also auch die Jungspieler sind Führungsspieler. Philipp Lahm ist jetzt Kapitän geworden und das ist auch ein deutliches Zeichen, was gesetzt wurde von Jogi Löw. Haben wir also eine Chance, die WM zu gewinnen? Ja, haben wir mit Sicherheit. Es ist, glaube ich, diese junge, hungrige Truppe, die wirklich viel will. Das hat man immer wieder gehört aus Südafrika. Und wir können richtig guter Dinge sein. Und wie bewerten Sie die Stimmung hier in der Arena? Das ist großartig. Erste Mal Public Viewing hier in der O2 World, das ist Wahnsinn. Man hört es ja auch hier, viele Vuvuzelas. Und ich glaube, es wird hier mit dem richtigen Spielverlauf, wir sehen übrigens gerade die Aufstellung der deutschen Mannschaft, ein richtig erfolgreiches und stimmungsvolles Auftaktspiel. Das Spiel ist zu Ende, ein sensationeller Sieg für Deutschland. Wie schätzen Sie das Spiel ein? Wie war's? Ja, also wie erhofft, konnten die Deutschen das wunderbar nach Hause bringen. Noch 2 Tore nachgelegt. Natürlich schön für Thomas Müller, der seine Leistung nochmal krönen konnte mit einem Treffer. Und ein hochverdienter Sieg. Und jetzt bereiten wir uns aufs nächste Gruppenspiel vor. Wie wird das nächste Spiel aussehen? Der Gegner, ist er schwieriger? Ja, wir werden uns jetzt intensiv auf die serbische Mannschaft vorbereiten. Es ist ein gutes und technisch starkes Team. Die haben ihr Auftaktspiel heute gegen Ghana verloren. Die sind mit Sicherheit heiß, stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber man darf gespannt sein. Es wird mit Sicherheit eine harte Nuss. Und wir werden hochkonzentriert, denke ich, ins Spiel gehen. So wie die heute gespielt haben, jeder Pass hat gesessen. Einfach nur geil. Ey, 4-0. Und dennoch Klose und Holt. Ey, wenn es so weitergeht, Alter. Weltmeister! Weltmeister!